Hi, hi, da bin ich wieder. Ich habe mal wieder eine G.I. Joe-Figur von der Firma Hasbro, Nummer 63. Eine mega coole Figur. Outback ist eine wirklich coole Figur. Ich habe ihn noch aus meiner Kindheit in 10 cm in klein. Nicht mehr komplett, aber noch gut in Form. Und ich habe auch schon zu Outback, zu Tiger Force Variante ausgepackt. Hatte ich damals als Kind nie, fand aber cool, dass er in 6 Inch rausgekommen ist. Allerdings nicht bei uns. Ich musste ihn mir hierher importieren. War nicht so ganz günstig, aber bei der coolen Figur. Ja, die G.I. Joes gibt es ja auf Karte. So retromäßig Look mit sogar Base. Hier ist kein Base dabei. Wir haben hier einmal eine kleine Auflistung, was drinnen ist. Die gibt es mit diesen Fenster, Blister. Kennt ihr ja, so wie hier bei Star Wars mit diesen Fensterchen hier, gibt es die G.I. Joes. Und jetzt ganz neu, meine erste Figur meine ich, weil das hier auch, das ist auch mit Fenster. Also ich meine erste G.I. Joe-Figur in diesem kompletten Karton. Ja, für Sammler, die nicht gerne die Figuren auspacken, wird es hier schwierig, weil sie nicht mal hier dieses Fenster haben, wo man öffnen kann. Also diesen Karton, wo man dann das meistens mit einem wunderschönen Artwork öffnen kann und drin nochmal das Fenster hat. Hier musst du tatsächlich die Figur auspacken. Ist für mich jetzt kein Problem, weil ich sowieso meine Figuren auspacke, aber ich habe mir gedacht, so, es gibt ja auch Sammler, die nicht gerne die Figuren auspacken und die werden da ja dann nie im Leben sehen, ob da überhaupt eine Figur drin ist oder nicht. So, okay. Sieht schon mal interessant aus. So sieht es schon mal von drinnen aus. Sehr schönes Artwork. Ich finde das richtig cool. Auch hier mit der Auflistung. Ich habe mir die Verpackung schon ein bisschen angeguckt. Ein paar Minuten lang. Oh, okay. Hier haben wir was. Ach, das soll so eine Truhe darstellen, oder? So eine Box. Ja, hier, wo man halten kann. So eine Box links und rechts. Zack, kommt die Box runter. Schön gemacht. Und dann kommt er. Der Karton ist leer. Wunderschöner Karton mit einem wunderschönen Artwork. Der sieht schon cool aus, echt. Das ist ein seltsames Gefühl, weil ich hatte den Kleinen und habe mit ihm gespielt. Ich wusste nicht mal, dass das Outback ist. Das war für mich einfach eine Actionfigur, die überall irgendwie gepasst hat. Auch ganz neu und interessant sind hier diese Papierdinger. Es gibt kein Plastik mehr. Ich finde die schöner, muss ich sagen. Und so sieht er aus in 6 Inch von der Firma Hasbro. Ich liebe die G.I. Joes. Die ganze naja, ich liebe auf jeden Fall die ganze Serie. Wo steht's denn? Classic Feed Serie, genau. Ach, ich hab's heute nicht so. Auf jeden Fall liebe ich die ganze Reihe der Figuren. Ich find's richtig cool, dass die rauskommen. Ich frage mich nur, wie viele werden noch rauskommen? Kommen da noch Fahrzeuge? Wie groß werden die denn sein? Motorräder habe ich schon. Also ein Motorrad habe ich schon. Auf das andere warte ich noch, bis das eigentlich geliefert wird. aber wenn da so die ganzen Fahrzeuge noch kommen würden, ist schon eine coole Sache. Man kann sich auch, im Grunde genommen, ist es dann noch verpackt, wenn man sich ihn einfach nur so rausholt? Ich glaube nicht. Ist nicht mehr sealed. Gell? Das ist dann schon ausgepackt. Naja. Auf jeden Fall sieht er richtig cool aus. Verpackung sehr kreativ, sehr interessant. Und da ist er schon. Sehr schön. Viele Bewegungspunkte. Alles so schön fest. Oh, das ist schon cool. Jetzt muss ich mal meinen aus der Kiste holen. Das sieht schon cool aus. Der sieht einfach nur cool aus. Der ist einfach nur genial. Mega. Ja, coole Figur. Kopf beweglich. Gesicht sehr gut geworden. Haare, auch die Bemalung der Haare, die Struktur. Also sieht einfach so genial aus. Eine richtig coole Figur. Hat auch ein schönes Gewicht. Man merkt gleich, was du hast, was in der Hand. Hat hier Butterfly-Gelenk. Zack. Kann richtig ausholen. Also gelenktechnisch ist da wirklich viel geboten. Butterfly-Gelenk,
Dann oben dieses Kugelgelenk, dann hier im Oberarm das Gelenk, dann meine doppelten Ellenbogengelenke, die ich liebe, weil man da so viel machen kann. Und schaut mal, doppelte Ellenbogengelenke und es ist stimmig, also bündig einfach. Es sieht einfach gut aus. Das sieht einfach gut aus. Das ist einfach nur genial. Dann natürlich, die Hand ist beweglich. Ach, das ist einfach. Vielleicht finde ich die so mega, mega cool, weil ich da meine ganzen Kindheitsfiguren, Spielsachen damit dran hänge. Hier auch noch die Bewegung nach vorne. Also, ihr seht schon, er kann komplett sich bewegen. Das ist schon eine coole Sache. Links, rechts, der hat also super. Dann die Beinchen. Man muss halt gucken, wie weit hier die ganzen Gürtel einschränken. So richtig Spagat nicht, aber hat schon was drauf. Dann oben hat er, ja, im Oberschenkel, oder war der? Ja, im Oberschenkel hat er eine Bewegung. Dann diese doppelten Ellenbogen, die sind fest. Gott sei Dank sind sie fest und nicht so locker. Kniegelenke, dann im Stiefel, ja, ist auch eine. Also bewegungstechnisch dann noch hier im Fuß. Bewegungstechnisch ist hier wirklich viel geboten bei der Figur. Bei der ganzen Toyline. Einfach nur mega. Der Gürtel ist hier auch so plastikmäßig. Bewegt sich mit. Hinten natürlich das Loch für den Rucksack. Das habe ich immer. Ach, hier im Kopf ist noch, im Hals noch eine Bewegung. Krass. Das habe ich immer so geliebt bei G.I. Joes, dass die einfach da einen Rucksack hatten. Also ich habe G.I. Joes generell auch mit Turtles immer sehr schön kombiniert. Sogar mit Playmobil. Meine G.I. Joes waren sogar mit dabei im Playmobil. Die haben sogar richtig cool in, ach, Crash Dummies in das Taxi, was ich hatte, was ich mir wieder irgendwann mal holen will, haben die genial gepasst. Jetzt nicht mehr, okay, aber jetzt sind sie halt mit allen meinen anderen Figuren wunderbar kombinierbar. Richtig cool. So, jetzt schauen wir uns mal an, was da drin ist. Da muss ja einiges drin sein. Schön, dass es so als Kiste gemacht ist hier mit dem Henkel und so. Also ist auf jeden Fall eine optisch schöne Sache. Ja, und dann kommt er dahin. Und öffnet dann diese Truhe und da hat er sein ganzes hoch, was hängt denn da? Sein ganzes Equipment. Das ist ja so eine Tüte. Okay. Da haben wir noch eine Anleitung, aber ich befürchte, die werden wir vielleicht gar nicht brauchen. Also von innen ganz unspektakulär, einfach ein Karton, aber von außen finde ich das schon cool, dass er so eine Art Truhe aufmacht. Dann hat er sein ganzes Zeug da drin. Das Ganze ist hier in so einer Cobra, G.I. Joe und Cobra-Logo hier in der Tüte drin. Die reißen wir jetzt mal auf. Was kann da wohl drin sein? Mystery-Tüten. So, und da haben wir Folgendes. Natürlich sein ganzes Zeug. Sehr schön. Da haben wir schon einen Rucksack. Mega cool. Was ich bei dem Rucksack auch sehr schön finde, ist kein Hohlraum. Auf jeden Fall ist er bedeckt. Das finde ich immer mega cool. Bei den kleinen Jellos war das tatsächlich so, dass nicht bei allen, aber bei einigen, meine ich, auch ein Hohlraum war. Ich mochte das schon immer nicht. Was auch nicht. Ich mochte das einfach nicht. Ich finde das mega cool, wenn das ausgehöhlt ist. So, dann kann er den Rucksack hier aufsetzen und gucken, dass das stimmig ist und dass das hier auch passt. Ja, es ist einfach richtig cool. Da habe ich dann richtig Lust rauszugehen. Es hat heute bei uns geregnet in der Nacht. Richtig cool, durch den Wald wird er dann noch seine Abenteuer haben. So, dann haben wir hier so ein Messerchen, also schon langes Messer, graue Klinge, Silber eher und schwarz, ja, zum Halten. Ist halt ein bisschen gummihaft, aber schön stabil und auch eine kleine Struktur ist das hier drin von den Zacken. Finde ich richtig cool. Messerchen braucht er auf jeden Fall. Kommt hier unten rein. Ich finde es auch immer super, dass das, egal ob es eine Pistole ist, selbst wenn es so eine Taschenlampe ist oder das Messerchen, wenn man das rausziehen kann, wenn man die Möglichkeit hat, als wenn das so mit integriert ist, irgendwie fest ist. Dann hat er hier eine Pistole. Auch hier mega cool, dass das Loch da vorne ist, dass es nicht zu ist, weil es so unrealistisch ist, so unwirklich wirkt, irgendwie so spielzeugmäßig. Naja. Vielleicht versteht mich ja der ein oder andere, was ich damit meine. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, da achtet man schon drauf, dass das eine Richtigkeit hat. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass viele sagen, ist mir doch egal. Kann ich nachvollziehen, verstehe ich auch. Geht mir bei anderen Dingen halt auch so. Aber da finde ich es halt mega cool. Und vor allem, dass es passt. Das ist mir wichtig, dass das auch passt.
Ich hatte irgendwo eine Figur mal gehabt, seitdem habe ich da immer ein bisschen Bedenken, passt das alles auch? So, dann haben wir hier Licht. Mal gucken, wo wir das anbringen. Eine wunderschöne Taschenlampe. Die kommt hier dran. Schon richtig, der ist schon richtig gut nicht nur ausgebildet, aber auch richtig ausgerüstet hier. Das finde ich schon mal mega. Finde ich richtig cool. So, jetzt passt das natürlich hier nicht so. Ich muss ein bisschen quetschen ziehen. Ich lasse das jetzt so, aber es muss noch ein Stück runter. Aber ich lasse das jetzt mal so. Ich muss ein kleines Stückchen noch runter. Aber es sieht schon ganz gut aus. Gut, dann war es das noch nicht, denn wir haben hier eine Schaufel. Kann man ja immer gut gebrauchen. Und die hat hier so ein Loch. Und deswegen können wir sie hier gut an der Seite befestigen. Finde ich auch sehr schön am Rucksack. So, jetzt kommen wir auch noch zum letzten. Da ist schon gut eingepackt hier, gell? Also es wird auf jeden Fall hier bei der Figur einiges geboten. Gerade für den Preis finde ich schon mal sehr gut. Dann hier noch die Pistole. Oh, die ist ein bisschen verbogen, oder? Ein kleines bisschen, schaut mal. Ganz kleines bisschen ist die, meine ich, verbogen. Sieht so jedenfalls aus. Kann man aber mit heißem Wasser wieder gerade biegen. Ja, muss ich auf jeden Fall machen, weil sowas stört mich auch, wenn ein Schwert oder eine Pistole dann, geht gar nicht. Das hier ist fest. Hätte ich mir gewünscht, dass es mehr gummihafter ist. Gibt es ja sehr viel, sehr oft schon bei Figuren. Ist mir ein bisschen zu fest. Wenn es gummihafter wäre, würde ich es schöner finden. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, die mir halt wichtig sind. Und so sieht die Waffe aus. Sieht an sich schon mega cool aus. Auch cool, dass der Gürtel braun ist und die Waffe schwarz, dass da ein bisschen mit Farbe gearbeitet wird. Und ganz wichtig, damit das auch losgehen kann, Munition. Und die können wir da reinstecken. Das ist mittlerweile bei vielen Figuren so. Finde ich auf der einen Seite richtig cool. Und auf der anderen Seite habe ich Angst, dass ich das Magazin verliere. Ich habe nämlich bei einer Waffe das Magazin tatsächlich verloren. Und ja, man kann es dann auch nicht mehr ersetzen. Ist ja nicht so, dass du zwei, drei Magazine hier hast, falls du mal eins verlierst. Hätte man machen können. So. Und da ist das Magazin drin. Finde ich auch cool. Was ich auch schön finden würde, wenn man das Magazin zum Beispiel hier in den Taschen oder hier irgendwo auch reinpacken könnte. Und Ersatzmagazin. Das ist das Einzige, aber das sind so extra Wünsche von mir, wo ich sagen würde, hey, das wäre cool, wenn man das mitmachen würde. Dann zahle ich die paar Euro mehr, aber habe da dafür das geboten. Ja, aber das ist nur meine Meinung hier, meine Ideen, meine Wünsche. So, jetzt haben wir hier die Waffe. Das muss auch in den Finger richtig reinpassen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass das auch alles was aussieht. So. Also es passt schon mal in die Hand richtig rein. Das finde ich schon mal ganz gut, dass das reinpasst. Das ist schon mal was. Sieht man das? Und auch hier die Hand. Das ist schon mal ganz wichtig, dass das auch stimmig ist mit dem Finger. Wobei hier der Gürtel ein bisschen stört, weil er halt nicht so gummihaft ist. Das ist ein bisschen zu fest. Vielleicht mehr in die Innenhand. Vielleicht passt das dann besser. Aber gut. So, dann sieht das schon richtig cool aus. So richtig cool. Ich habe da eigentlich gar nichts zu bemängeln. Naja, außer die Kleinigkeiten, die ich jetzt mir als Wunsch, sagen wir mal, als Wunsch geäußert habe. Aber im Grunde genommen ist das eine mega coole Figur. Ja, ich würde mir ein Base wünschen, weil so habe ich die G.I. Joes kennengelernt. Das gehört für mich dazu. Ich verstehe auch nicht, warum das nur auf dieser Karte gibt. Und nur auf den Figuren, die auf Karte sind. Ich finde es richtig cool. Also, ich habe eigentlich nichts zu bemängeln. Ich freue mich einfach nur über die Figur. Sieht einfach nur mega cool aus. Und die Waffe kann man auch noch hier hinten, das mache ich auch noch gerade mal. Die Waffe kann man hier noch irgendwie mit dran setzen. Mal gucken, ob das. Jetzt stört natürlich wieder der Gürtel hier, der stört hier, weil ich es nicht dran machen kann. Und der stört hier ein kleines bisschen. Aber im Großen und Ganzen kann man das alles hier schön dranhängen. Wenn es ein bisschen gummihafter wäre, würde es runterhängen. Wird halt optisch besser aussehen. Man kann es auch über den Arm hängen. Also im Großen und Ganzen eine mega coole Figur. Das ist eine schöne Figur. Eine sehr schöne Figur. Mal gucken, was wir aus der Box machen. Vielleicht innen auch blau anmalen. Wäre auch cool, wenn man so wirklich ein, naja, ein Fach nicht, aber so abgetrennt hat, man wirklich so die Waffen oder einzelne Sachen reinpacken kann. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Ob ich die Zeit finde. Ich meine, schön sieht es aus.
aber oft fehlt dann einfach die Zeit. Die Ideen sind da, aber die Zeit halt, gell? Die Zeit, das kommt auf jeden Fall weg. Die Verpackung ist ja schön, da bin ich echt noch am Überlegen, weil das Artwork wirklich sehr schön ist. Okay, so, meine Stimme verlässt mich auch schon wieder. Dann würde ich sagen, das war's erstmal, aber das ist nicht der letzte G.I. Joe. Da wird noch einiges kommen. Bis dahin, bye bye.